Was geht YouTube? Gerade wenn es um Performance geht, steht New World oft in einem schlechten Licht. Auch der 3.04er Patch hat wieder gezeigt, dass es damals schnell krachen kann und aktuell sind sogar zwei Fähigkeiten von Waffen komplett deaktiviert. Dennoch gibt es ein paar Dinge, die man einstellen kann und mit denen man arbeiten kann, damit die FPS besser laufen und damit vor allem auch die Performance in Kriegen oder OPR. Wir kennen das sicherlich alle, wir sind in Everfall oder beim Skorpion, in einem OPR oder einem Krieg und die FPS gehen teilweise unter 30 runter. Das heißt, man hat quasi mit Standbildern zu kämpfen und das Ganze ist einfach nur noch super nervig. Beziehungsweise beeinträchtigt natürlich auch die eigene Spielperformance. Das heißt, wir schauen uns das Ganze heute in diesem Video einmal an und ich zeige euch ein paar Einstellungen, die ihr machen könnt, beziehungsweise eine extra Sache, von der ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Ich gehe dabei auch einmal kurz auf ein Beispiel ein, was viele andere noch benutzen, aber gar nicht so großer Teil dieses Videos sein soll. Bevor wir uns das aber alles anschauen, gibt es noch einen kurzen Einschub. Denn im Dezember habe ich einen ziemlich nicen Partner eingepackt und zwar HelloFresh. Falls ihr also auch außerhalb von New World Bock auf ein herzhaftes Mahl habt und euch den Weg fürs Einkaufen sparen wollt, um lieber noch einen OPR oder eine Mutter dazwischen zu schieben, dann seid ihr hier genau richtig. Dabei könnt ihr euch aussuchen, ob ihr lieber vegetarisch, vegan oder omnivor eure Konstitution buffen wollt und HelloFresh liefert euch das Ganze sogar noch direkt nach Hause. Es gibt derzeit nämlich ordentlich Rabatt, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt und ihr könnt dabei jederzeit pausieren oder die Box wieder abbestellen. Wenn ihr dazu mehr Infos braucht oder einfach mal reinschauen wollt, dann klickt gerne auch mal den Link in der Videobeschreibung. Bevor wir direkt in die Tipps reingehen, will ich aber noch ein Thema aufgreifen, was sicherlich viele schon mitbekommen bzw. irgendwo mal gesehen haben und zwar den Nvidia Profile Inspector. Damit wird die Grafik quasi so weit runtergeschraubt, dass man irgendwie Roblox zockt und dafür aber deutlich bessere FPS hat. Das Ganze ist dabei grundlegend auch erstmal nicht verboten, weil man nicht im Spiel selbst irgendwas ändert, sondern eigentlich nur vorhandene Grafikeinstellungen runterschraubt. Allerdings geht das Ganze auch nur bei Nvidia-Grafikkarten bzw. AMD ist dabei komplett ausgenommen. Man muss sich ein extra Programm runterladen und. Das Ganze ist also etwas umständlicher. Es bringt natürlich deutlich mehr FPS und das ist für viele schon Grund genug. Ich kann mir das aber persönlich bei so einer schlechten Grafik nicht geben und da es sowieso nur für Nvidia-User ist, wird es auch nicht Teil dieses Videos sein. Wenn euch das Ganze aber interessiert, dann schreibt das gerne in den Kommentare oder upvotet bereits existierende Kommentare. Wenn es nämlich viele von euch sehen wollen, wie das Ganze so funktioniert, dann mache ich dazu auch noch mal ein extra Video und zeige, wie man das Ganze irgendwie einrichtet bzw. benutzt. Ansonsten werde ich das aber erstmal bei der Info dazu belassen und mit anderen für alle möglichen Infos weitermachen. Und da werden natürlich vor allem einmal die Ingame-Einstellungen relevant. Bevor ihr nämlich irgendwelche anderen Dinge ändert, solltet ihr grundlegend schon mal die Grafikeinstellungen durchgehen. Hier ist es eigentlich unumgänglich geworden, einfach alles auf Low bzw. niedrig zu stellen, um alleine schon mal die spielinternen meisten Frames rauszuholen. Dabei sieht das Spiel selbst auf niedrigen Grafikeinstellungen noch ziemlich gut aus, wie ich finde. Man muss dazu generell einmal sagen, dass New World ziemlich CPU-lastig ist und eure Grafikkarte in vielen Momenten wahrscheinlich am Chillen ist, während die CPU ordentlich arbeitet. Das heißt, wenn ihr an eurem PC generell eine ältere oder langsamere CPU verbaut habt und dazu vielleicht sogar noch eine langsame SSD, dann wird auch New World nochmal etwas mehr Probleme haben, als es sowieso schon hat. Allerdings muss man sagen, dass selbst mit Top-Hardware nicht konstant 150 bis 200 FPS drin sind, trotz der niedrigen Einstellungen. Sprich, ich habe eine der besten CPU und eine NVMe SSD verbaut und habe trotzdem im Everfall oder Windsward City wenig FPS und von Kriegen wollen wir da noch gar nicht anfangen. Allerdings laufe ich dann trotzdem nicht mit unter 30 oder 30 FPS rum und ihr seht auch gleich in den ganzen Beispielen, wie das dann auch mal aussieht, wenn vielleicht gar nicht so viel los ist in der Stadt. Wenn euch da interessiert, was genau ich verbaut habe, dann schaut auch dazu einmal in die Videobeschreibung, dort habe ich das alles mal verlinkt und ihr könnt mal schauen bzw. eure Dinge auch damit vergleichen. Auch dafür gibt es Webseiten, um zu sehen, ob sich denn vielleicht irgendwie Upgrades oder sowas lohnen würden bei euch. Neben den Grafikeinstellungen kann man aber auch noch die Anzahl der Spielernamen runterschrauben. Um ebenfalls eine bessere Leistung zu haben, probiert hier gerne mal Werte um 15 herum aus und schaut, ob euch das Ganze weiterhilft. Manche Klassen wie Heiler brauchen manchmal noch ein paar mehr Namen. Generell kann man hier aber versuchen, das Ganze niedrig zu halten, gerade wenn man Performance-Probleme hat, weil auch das wieder ein Teil ist, der auf jeden Fall einiges runterzieht, wenn man das jetzt irgendwie auf 100 hochziehen würde. Außerdem stört das extrem die Sichtbarkeit, das heißt, man will da irgendwie versuchen, einen Sweet Spot zu erreichen, der einem genügend Frames gibt, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht die Sichtbarkeit einschränkt. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit und damit
kann jeder von euch nochmal einige FPS rausholen und das sind die Startoptionen in Steam. Die ermöglichen nämlich ähnlich wie der Nvidia Profile Inspector, dass man noch Grafikeinstellungen ändern kann, die jetzt nicht direkt im Menü so zu finden sind. Ich blende euch das Ganze jetzt einmal ein und ihr seht, was dort quasi eingetragen wird. Es geht dabei in erster Linie um Grafikelemente, die teilweise auch so im Spiel zu finden sind, wie beispielsweise Post-Process Effects. Allerdings schraubt man das Ganze noch etwas tiefer als im Spiel mit niedrig möglich und das bringt eine bessere Performance. Manche dieser Einstellungen kann man auch gar nicht direkt treffen, sodass man halt hierüber die Möglichkeit hat, das Ganze einfach noch etwas tiefer zu schrauben. Ihr müsst das Ganze dann einmal in den Einstellungen von Steam, das heißt auf der Seite von einem Spiel, über das Rädchen einmal klicken bzw. dort dann in die Startoption eintragen. Und ich lasse im Hintergrund auch schon mal nebeneinander laufen, wie das Ganze dann aussieht. Ihr könnt dabei sogar schon sehen, dass ich so um die 10 bis 20 FPS mehr habe, wenn die Startoptionen drin sind. Das kann natürlich gerade im OPR oder in Kriegen schon mal der kleine Extra-Boost sein, der das Spiel flüssiger und spielbarer macht. Ich teste das Ganze jetzt auch schon seit einigen Wochen und hatte da bisher keine Probleme, sodass ich jetzt mal dabei geblieben bin bzw. euch das Ganze weitererzähle. In meinem Twitch-Stream habe ich dieses Command auch schon länger drin, dass sich Leute das auch schon rauskopieren konnten und die haben bisher auch Positives davon erzählt. Gleichzeitig verwandelt ist das Spiel ja auch nicht irgendwie in Minecraft 2.0 und es bleibt echt noch ansehnlich. Ich streame das Ganze so auch und nehme die Videos damit auf. Es ist also ein ganz guter Sweet Spot zwischen Roblox und irgendwie High-End-Grafik. Testet das ruhig also gerne einmal aus und sagt Bescheid, ob euch sowas hilft. Und wenn euch diese Art von Tipps in New World gefallen, dann lasst auch direkt mal einen Daumen nach oben auf diesem Video da, dann kommt das auch bei mir an. Es wird schwierig sein, New World perfekt zum Laufen zu bringen und auf allen PCs und mit jeglicher Hardware irgendwie, wie zum Beispiel League of Legends oder Fortnite, sehr, sehr gute Frames und Performance zu haben. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, denn New World ist einfach nicht so optimiert, wie andere Spiele das sind. Und bis wir da angekommen sind, das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Dementsprechend gilt es in manchen Situationen einfach das rauszuholen, was möglich ist, sei es mit einem Hardware-Upgrade oder auch in den Einstellungen des Spiels. Das war es jetzt aber erstmal mit den ersten Tipps und ich bin gespannt, ob ihr noch weitere Dinge eingestellt habt bei euch, also lasst mich das gerne wissen. Schaut auch gerne bei mir im Twitch-Stream vorbei, dort kann ich auch Fragen dazu nochmal live beantworten, ihr könnt auch die ganzen Optionen dort auch nochmal einsehen bzw. einzelne Dinge dazu befragen. Der Link dazu ist ebenfalls in der Videobeschreibung, also wenn ihr dort heute mal reinschaut, gibt es einiges zu sehen, von HelloFresh zu meiner Hardware oder auch den Link zum Twitch. Schaut gerne überall vorbei, denn ihr unterstützt mich auf jeden Fall sehr. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin und haut rein.